Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ich habe mir was ganz, ganz Besonderes gekauft. Es gibt ja mittlerweile viele Tools für den Akkuschrauber, unter anderem dieses hier. Damit kannst du angeblich Metall schneiden, beziehungsweise Bleche, und das machen wir jetzt. So schaut das Ganze aus. Wird irgendwie im Akkuschrauber eingespannt und wie man hier sehen kann, ganz, ganz klein. Das Ganze können wir dann ans Blech führen und damit schneiden. Hier steht sogar Aluminium bis 2 mm, Plastik auch bis 2 mm und Stahl bis 1,2. Ich habe jetzt hier ein kleines Aluminiumblech, das hat 0,5 mm. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr skeptisch. Preistechnisch liegt das Ganze um die 35 bis 50 Euro. Es ist so eine kleine Metallkassette, eigentlich ganz, ganz schick gemacht. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. So, Bedienungsanleitung. Hier haben wir einen kleinen Stufenbohrer. Ich nehme mal an, wenn wir das Ganze einführen wollen, beziehungsweise was raussägen wollen. So. Hiermit können wir wahrscheinlich Kreise mit aussägen. Also finde ich ganz, ganz gut. Und hier haben wir an sich das Tool. Das wird halt im Akkuschrauber eingespannt. Das dreht sich dann. Und wir sehen jetzt hier schon, wie sich ein Zylinder auf und ab bewegt. So, ich werde mir das Ganze jetzt mal durchlesen und dann sehen wir uns gleich. So, auf dem Bild war jetzt eine Bohrmaschine. Ich vermute mal wegen der hohen Umdrehung. Wir werden es jetzt mal mit einem Akkuschrauber versuchen, mit 4 Ampere, 18 Volt. Da bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert. Es macht an sich einen sehr, ja, ich würde sagen für den Preis, einen sehr hochwertigen Eindruck. Wir haben hier drei verschiedene, ich sage jetzt mal Aufsätze. Die haben unterschiedliche Dicken. Und ich denke mal, das ist für das Blech so anliegender, beziehungsweise umso weniger Spiel, umso besser ist das Ganze. Ich werde jetzt mal den hier einschrauben. Und dafür war auch dieser Schlüssel dabei. Ihr müsst hier unten die Schraube lösen. Dann könnt ihr das Ganze auch schon herausschrauben. Dieser Stift hier, der das nachher betätigt, beziehungsweise schneidet, da gibt es hier nochmal einen Ersatz dabei. Und jetzt setzen wir das Ganze wieder an oder rauf. Und so, dass das Ganze nach unten zeigt. Und fixieren das Ganze auch wieder. So. Auf beiden Seiten. Und dann gab es halt noch einen Griff, damit wir das Ganze führen können, beziehungsweise halten können. Und damit natürlich die Verletzungsgefahr sehr gering ist. Weil hier kann man ja auch ganz schnell mit Kleidungsstücken und Ärmel reinkommen und sich dann böse verletzen. Deswegen schauen wir das Ganze jetzt hier drauf. Und dann kommt hier der Akkuschrauber eingespannt. Und dann können wir auch loslegen. Wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, sehen wir den Stift, wie er hoch und runter fährt. Und der Stift ist hier dicker und da unten ist er dünner. Der nimmt ungefähr einen halben Millimeter Material immer weg, pro Hub. Krass. Und es funktioniert wirklich. Der Schnitt ist wirklich sogar sauber. Was wir jetzt ein bisschen sehen können, ist, dass wir hier eine kleine Spur haben. Ich vermute mal, dass das Blech zu dünn ist. Hier haben wir ein bisschen Späne und anhand der Späne kann man auch sehen, dass der immer so einen halben Millimeter abnimmt, so einen Halbkreis, so einen Halbmond und sich dann vorstößt. Geil. Also ich bin echt beeindruckt. Für so wenig Geld ist schon cool. Wir machen jetzt mal einen geraden Schnitt. Wir schneiden jetzt Metall, ist wie beim Bohren. Bohr- und Schneidöl könnt ihr verwenden. Ist, glaube ich, sehr, sehr nützlich, damit das Ganze wirklich von langer Dauer ist. Also ich muss zugeben, ich bin wirklich, ja, positiv überrascht. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass das Ding Metall schneiden kann. Natürlich habe ich jetzt nicht zur Verfügung 1 mm Blech bzw. 1,5 oder 2 mm Aluminium. Ich würde einfach sagen, Test bestanden. Und für diejenigen, die vielleicht Lust haben, das Ganze auszuprobieren, bestellt euch das Ganze, probiert es und lasst einen Kommentar da, ob das Ganze auch bei 1,5 bzw. 2 mm funktioniert, beziehungsweise bei 1,2 mm Edelstahl.
Das würde mich mal interessieren, weil Edelstahl ist sehr, sehr hart. An sich hat das Ganze funktioniert und für den Preis, ich muss jetzt lügen, 35 bis 50 Euro, kann man eigentlich nicht meckern. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Hier sind die nächsten zwei Videos und hier ist der Abo-Button, falls du mich noch nicht abonniert hast. Bis zum nächsten Video. Ciao.